Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile Atlas of Worlds. Ja, es ist 2.22 Uhr, gutes Schnapszahl-Ding. Ich kann nie aufnehmen am Tag. Das ist sowas von wahnsinnig, wie viel ich machen muss für den Server, für den Minecraft-Server. Und deshalb habe ich da lange nie Zeit. Also, tut mir leid, wenn jetzt momentan wenige kommen, es wird auch wieder Livestream kommen. Hä? Und ja, ich muss jetzt einfach schauen, dass ich noch Ding bekomme. Das Labyrinth mache. So. Also, ich will euch noch kurz schauen, was ich gefunden habe. Diesen Bogen, der habe ich von der Quest nur bekommen. Sonst erinnere ich mich nicht mehr so dran, was ich gefunden habe. Ich glaube, hier ist noch irgendwas neu. Ja, vor allem dieses Mana Flask, aber Bleeding brauche ich jetzt momentan. Ja, habe schon da. Ja. Also ja, es wäre vielleicht... Nein, es ist gleich gut. Ja, jetzt kann ich hoffentlich bald das Inspiry Edge einsetzen. Ich muss kurz schauen. Genau, 5 Level müssen wir noch machen. Also machen wir heute das Labyrinth. So. Und es gibt jetzt auch wieder ein Multipart. 2 sollten reichen. Aber ich brauche auf jeden Fall halt Defensive, sonst... Ich habe noch relativ wenig Defensive. Machen wir kurz. Ich will kurz euch zeigen, was ich jetzt geskillt habe. Ich will diese Defensive haben, also müsste 3 Level noch machen. Aber ist ja nicht so schlimm. Ja, es ist wirklich wenig Defensive. Hier bräuchte ich auch die Defensive jetzt. Ja, eventuell macht das Labyrinth noch nicht. Ja komm, das schaffen wir locker. Ah je, je. Wegen diesem Pal-Ding Leben muss ich da nichts machen. Ja, außerdem Crit brauchen wir noch, aber ja, eventuell nehme ich gar nicht so viel Crit. Ich weiß nicht, was ich machen soll. So, Estate Buff. Ja, also mir geht's momentan gut, also ich muss sehr wenig schlafen. Dadurch, dass ich aber auch Stress habe, ist es ja nicht immer so sicher. Gestern Abend war ich zum Beispiel relativ müde. Und ja. Also es ist situationsabhängig. Oder wie viel ich einfach in der Nacht geschlafen habe. Weil jetzt bin ich wieder topfit, kann in der Nacht nicht mehr schlafen. Ich habe jetzt seit 9 Uhr geschlafen. Das sind irgendwie 4 Stunden. Ich rechne das jetzt nicht aus. Aber eben schon recht viel geschlafen jetzt. Bin ich halt den ganzen Tag sonst wach. Ja, wieso nicht, gell? So, jetzt geht weg. Darf ich kurz das einsammeln? Hey, wie viele sind hier? Hau ab. So, was wollte ich? Ins Inventar gucken und ja genau, ich wollte einen Charakter screen und hier auf, wo ist er? Wieder da hinten. Also doppelt so viel Damage jetzt. Das ist Wahnsinn, wie der Damage wächst, hä? Ja, du droppst gar nicht. Okay. Sich die Pole nicht verschwenden. Ständig diese Frost-Sachen. Und ja, ihr habt ja gesehen, wie stark der ist. Mit dieser Schnelligkeit ist es viel einfacher. Also ihr seht, man bekommt schon ein bisschen ab, aber der ignoriert ich einfach richtig gut. Die Silver Chest haben wir. Prima. Habe ich gar nicht gesehen.
Ich bin einfach durchgelaufen. Man hat es wahrscheinlich gesehen. Gut, haben wir das. Hier war auch irgendwas, aber... Und da muss man aufbrechen. So. Ach, ich liebe immer noch das Spiel, aber habe so wenig Zeit zum das Spielen und das Spiel frisst einfach zu viel Zeit. Das ist Wahnsinn. Ich habe immer noch Angst, ich schaffe nicht viel in dieser Season, weil ich einfach immer Let's Play, oder? Aber ich werde ja auch immer wieder beliebter, hä? Ich werde euch versprechen, wenn ich beliebt bin, dann werde ich noch nie dagewesen viel machen für euch, gell? Also ja, ich habe noch nie so viel gemacht für euch, wie ich es werde. Und ich habe ja schon über 2800 Parts von allen, also alle, einfach alle Videos gemacht und werde dann noch viel höher aufziehen, solange ich kann, gell? Es kann aber sein, dass ich ja nicht so viel kann, weil ich Fußballer dann bin. Aber ich werde versprechen, dass ich natürlich in meiner Freizeit Let's Player und Livestreamer, hä? Eventuell kommen halt auch ein paar Parts eher im Livestream, damit ich nicht viel Zeit verliere. Aber das ist ja sowieso besser, wenn ihr dann auch das Gesicht seht mit der Webcam, die ich ja bald kaufe. Und den Chat auch seht. Das ist viel besser, hä? Aber die Qualität, die wird natürlich immer wieder steigen. Und ja. Also ich werde mich sehr freuen. Weil ich bin einer der einer der glücklichsten Menschen der Welt. Weil ich einfach aus meiner Depression, wenn ich überhaupt eine Depression mal gehabt habe, aber es ging mir halt auch relativ schlecht und das war eher ein Grund der Krankheit. Also bei mir ist es nicht physischer Grund. Also wenn man sagen kann, dass Depressionen auch körperlichen Grund hat oder hormonische Gründe, ja, hat alles hormonische Gründe eigentlich am Körper, dann ja, kann man auch sagen, dass es nicht physisch ist. Gut, das geht also so. Das ist wieder das Schwere, wie böse das ist. Wie böse das ist. Jetzt dachte ich schon, wohin muss ich gehen? Nein, komm! Ich sollte nicht aufhören zu machen. Ich muss weitermachen. So, habt ihr gesehen, wie ich ausgewichen bin? Das ist ja Wahnsinn. Leider habe ich jetzt wieder ein bisschen Ausmaß. Kann sein, dass ich halt wieder nicht so gute Stimme manchmal habe. Tut mir leid, hä? Verzeiht mir es bitte. Ja, aber Path of Exile ist immer noch sehr beliebt. Ich bedanke mich extremst bei euch. Natürlich sind andere, die schon länger Let's Playen oder so, also Path of Exile schon seit über 100 Parts machen, vielleicht ein bisschen beliebter. Aber auf jeden Fall, da schon so zu sein, so gut, hey, das ist Wahnsinn. Ich betreib's nicht. Was, wieso ist Argus hier? Argus ist mega stark. Ey, nein. Jetzt bin ich extra hier rein, um meinen nicht zu besiegen. Mist. Doch, er verliert Schaden, hä? Aha. Das hilft mir schon mal ein bisschen weiter. Schaut, wie viel Damage der macht. Wahnsinn. Ah, hier geht's weiter sogar. Der macht das einfach für mich. Wieso habe ich ihn sonst gemacht? Einfach mal ein bisschen Schaden machen. Argus ist einer der schwierigsten
Aber der andere, der Drache, der gefällt mir ein bisschen besser. Das sind die Zwischen... Also das sind die optionalen Bosse, die muss man nicht machen natürlich. Aber der ist einfach so, weil... Weil er Kuchen backt. Treasure Key. Eule Code. Jetzt müssen wir mal kurz hochschauen, gell? Eventuell war hier was. Ja, Kisten. Oh, du siehst cool aus. Bist ein bisschen abgemagert. Und deine Beine fehlen. Aber die kann ich ja wieder zusammenflicken, oder? Ja, aber wo ist das Silver Key? Ich möchte gerne Silver Key einsetzen. Oh, war knapp. Nein, ich gehe nicht mehr zurück. Ich muss nicht alles bekommen. Also, das ist Blutungsschaden. Ich habe ja gute Defensive, deshalb macht es nicht so viel Schaden. Ja, jetzt müssen wir hier Gold Key finden. Wahrscheinlich ist im Silver Key der Gold Key. Ja, kann ich verstehen. Grinding Girl Games ist eben sehr böse. Dass ich jetzt den nicht habe, aber Pech habe ich ja nicht. Ah, vielleicht muss ich da optional gehen. Stimmt, er ist da wahrscheinlich hier. Gut, wir haben 11 Minuten, okay. Ich vergesse manchmal, bei Path of Exile vergesse ich manchmal die Zeit. Deshalb muss ich immer wieder schauen, dass ich da nicht irgendwas Böses mache. Und den Part 50 Minuten lang gemacht, mehr mache oder so. Also das verstehe ich nicht. 50 heißt in der Schweiz 50. Und das ist sowas von ähnlich, einfach das N fehlt. Wieso haben die Deutschen eigentlich das N nicht weggemacht? Manchmal verstehe ich die Deutschen nicht ganz so. Natürlich die Schweizer auch nicht, aber... Die Schweizer Sprache ist einfach eine Abkürzung von der Deutschen. Alle sollten Schweizerdeutsch lernen. Machen wir eine Initiative. Nein, es ist einfach eine coole Sprache und... Ich bin ja auch zu 25% Deutscher. Deshalb kann ich das sagen, dass die Schweiz einfach besser ist. Ich bin ja nicht ganz Schweizer. Aber ich will ja auch nicht ganz Schweizer sein. So. Dann schauen wir mal uns hier um. Geht es hier runter? Nein, die Basilika Annex will ich noch nicht betreten. Das ist nämlich die erste Ebene. Mit dem Izaro. Reconning. Reconning ist auch ein Spell, der zurück Counterattack. A Clone Shape, den nehme ich mit. Weil Reconning ist relativ selten. Aber habt ihr gesehen, wie cool ich den Gargulk besiegt habe? Das war ja mega cool. Das war einfach genial. Und ich sage nochmal sorry, dass ich eben ein bisschen Dialekt habe. Es scheint nicht so beliebt zu sein. Ich denke mir immer wegen dem Dialekt, wenn ich mal wieder ein bisschen eher, ja, dialektvoll spreche, dann passiert mir das einfach, dass ich wieder Abonnenten verliere und sonstige Sachen. Ich sehe natürlich das Glas klar, also... Das größte Problem ist einfach, dass ich mich zu viel Sorgen mache darüber. Ich komme nicht vorwärts, wenn immer wieder jemand meint, er müsse mich deabonnieren. Und ich habe jetzt im August und September sehr viele verloren, die einfach wahrscheinlich sogar gekickt wurden von YouTube wegen Inaktivität. Und ja, ist ein bisschen schade, wenn alles auf einmal zukommt, oder? Und das ist extremst, was ich damit gelitten habe. Ist Wahnsinn. Ja, und ich bin ja auch nicht mehr ganz so gut im Hochdeutsch reden, weil ich längere Pause gemacht habe und weil ich einfach andere Sorgen und Gedanken habe. Die hat nicht so ein schnelles Lernen voranbringen. Aber ich möchte natürlich Profi werden im Deutschreden und so weiter. Mein Ziel ist es halt, besser zu sein.
Übertreib's mal nicht. Heftigst. Ja. Die machen übrigens beim Izaru-Kampf irgendwas im Vorteil. Aber fragt mich nicht, dass ich schaue nicht nach. Deswegen, gell? Schaut es bitte sonst nach, wenn es euch interessiert. Aber eben, ich schaue immer sehr wenig nach in den Wikipedias. Wikipedias machen uns faul. Sie verhelfen uns zum vielen Denken und tun so, ja, so recht unschuldig. Ja, sie wären so hilfreich, aber sie sind nicht hilfreich. Also für mich vor allem nicht. Ich lerne selber. Ich muss nicht Wikipedia benutzen. Deshalb in den Games vor allem, nein, kein Wikipedia. Sonst brauche ich es halt manchmal. Aber wirklich extrem selten. So wie mein Vater Wikipedia benutzt, darum ist er auch relativ dumm jetzt. Oder was habe ich da ein Gefühl? Nein, er ist natürlich auch sehr intelligent. Meine ganze Familie ist sehr intelligent. Intelligent und ja. Aber einfach natürlich in der Aussprache und so hapert es bei uns, weil wir halt Schweizer sind. Dafür ist die schweizerdeutsche Sicht am besten. Weil wir einfach nicht nie, wir reden nie Hochdeutsch, wir sollten viel öfters Hochdeutsch reden. Also richtiges Deutsch. Das sagen wir so, ich glaube, ihr sagt es ja auch Hochdeutsch, oder? Ist ja nicht so schlimm. Blockdeutsch. noch ganz normales, stinknormales Deutsch. Ja, und wohin müssen wir jetzt? Also gucken wir mal zum Plan. Ja, der ist weiter oben. Gucken wir mal auf die Map. Wohin müssen wir jetzt? Wir müssen da nach oben, also müssen wir noch zurück. Ei, ist das böse. Ich finde, das ist immer so viel zu böse. Was soll denn das sein? Jetzt muss ich da alles zurück. Ah nein, ich muss ja gar nicht. Ich muss das ja gar nicht machen. Ich muss runter. Lol. Ah ja, der Fluch habe ich jetzt auch wieder drin. Jetzt muss ich ihn noch nicht vergessen beim Kampf gegen Izaru. Und ich benutze wieder die Kuh dafür. Der war Chief. So. Also, jetzt habe ich einfach mal ein bisschen etwas Besseres. Oder ist das jetzt die richtige Ebene? Hä? Ich verstehe das irgendwie nicht. Ja, es hat ein Labyrinth. Also, sollte man es ja auch nicht verstehen. Einfach den mal ausweichen. So. Lasst mich nicht abschießen lassen. Boah, wie explodiert alle. Ich dachte schon, das wäre mein Tod, aber ich bin ja gut im Heilsrank saufen. Ich saufe ja immer rechtzeitig. Liebe einfach diesen Wirbelwind. Er ist einfach noch zu langsam. Ich möchte ihn noch ein bisschen pushen, aber ich brauche auch Hast. Und ich brauche noch das Schild, also das sage schon Eisamor, Frostamor. Ja, ich müsste ein bisschen Schaden raushauen hier. Hä? Wer hat ihn besiegt? Die da. Haben die das gemacht? Tut mir leid, jetzt ist gerade im Moment ein bisschen scheiße so. Ich muss mal kurz schneuzen. Bringt nicht so viel, es ist am Hals. Oder im Hals und bäh. Boah, er betreibt's nicht mit dem Damage. Ja,
ich habe Trank getrunken. Boah. Ich dachte schon. Ich könnte nicht viel so bekommen. Ich will doch einfach equip langsam endlich wieder. Ich muss mir so viel MF stacken, oder was? Ja, kann ich ja dann auch. Ich habe viel Leben. Also es wird wahrscheinlich nicht mangeln. Dort ist ja das Schlüssel. Ist der jetzt sichtbar? Seit wann ist der sichtbar? War der schon immer sichtbar? Keine Ahnung. Und wie bekommt man jetzt den? Da kann man aufmachen. Wie bekommt man jetzt den Schlüssel? Von unten irgendwo. Ah, da. Ja, klar. Aha. Schon geschafft. Das ist ein Spell, den ich überhaupt nicht mag. Rictoros Fire. Aha. Jetzt muss ich noch aufmachen hier. Nein, hier nicht. Wieso geht das jetzt nicht auf? Das sollte doch aufgehen. Wo ist der Schalter? Ah, da ist der Schalter. Und man sieht ihn einfach nicht. Nur die Schrift. Auf die Schrift dachte ich nicht immer. Schaut euch mal das an, ja? Wie stark ich bin. So, jetzt müssen wir wieder nach oben, gell? So. Gucken wir mal das an. Ah, da ist ja einer. Kuckuck. Ein Rogue Exile. Wie toll, dass du hier auch aufkritzt. Aber ja, nicht in den Maps immer so extrem oft rauskommen, hä? Wie viel hatten wir, glaube ich, 4 Stück? Oder 5 Stück sogar. Es war so extrem schwer, da hatte ich lange zu knabbern nachher noch. Einfach zu denken. Boah, ich habe etwas vollbracht, das ist viel zu schwer war. Deshalb habe ich auch geswitcht wieder auf einen neuen Charakter. Der wird aber das alles schaffen. Der wird das mit Leichtigkeit schaffen, wegen dem Lebensabsaugen. Und der Krieg und alles Mögliche. Ist das viel einfacher. So, du Flasche. Izar ist schon einer der schwersten Monster, aber... Also die ich schon besucht habe. Kann ich treffen? Ah, jetzt wird's angezeigt. Es wird noch nicht angezeigt. Ja, es macht zu wenig Damage. Den können wir nicht besiegen. Na doch, jetzt. Was war das jetzt? Ah, er heilt, oder was ist es? Ich kann es nicht lesen. Ah, ist tot. Ah, jetzt. Ah, deshalb ist er wahrscheinlich tot. Weil er abhaut. Okay. Ah, ich habe schon alles voll. Ich muss alles wieder wegschmeißen. Das ist ein recht gutes Schwert. Naja, brauche ich überhaupt nicht. Life Regeneration könnte ich schon ein bisschen mehr nehmen, aber... Gut, nehmen wir mit. Dolche kann man immer gebrauchen. Den wollte ich mitnehmen, nur der Maze brauche ich nicht. So, 24, okay. Jetzt muss ich geradeaus, nur geradeaus bitte. Nicht mehr eine Ablenkung. Bitte keine Ablenkungen mehr. Das ist zu extrem. Poem ist hier. Man bleibt immer wieder stecken. Das ist ein bisschen nervig. Soll sie ein bisschen überarbeiten. Genau.
für was das hilfreich sein soll, keine Ahnung. Boah, wie fett wir sind! Schon cool. Manchmal soll ich lieber wirbeln, dass ich nicht allzu schnell bin und die Kontrolle verliere über den Charakter. Ah, schon hilfreich. Domain Wallcase. Okay. Ja, wir sind richtig. Jetzt müssen wir hier richtig gehen. Aber wo, hä? Wo können wir hier richtig gehen? Hallo, steck doch nicht immer fest. Da hat mich gleich noch einen überfahren. Mit meinem Wirbelwind. So, ein bisschen vorwärts mal. Chronophage. Deathbomb. Da? Ich mache einfach extreme Damage. Der macht der Warchief-Toten auch nicht so viel Damage. Ancestral Ancestral Warchief. Das ist ein toller Name für einen Toten, hä? Ja. Also dieser Winter wird so unvoraussehbar wie noch nie. Weil ich habe sowas von viel vor. Ich wollte ja Hallenfußball jetzt mal spielen im Winter. Und eventuell sogar beides im Sommer machen. Was ist das jetzt? Kommt nichts raus. Da kommt was raus. Wer ist das? Darf ich dich flicken? Ich flick dich mal ein bisschen zusammen. Ja, ja. Darf man nicht mal Toten hinsetzen? Er hat aufgegeben. Nein, da hätte ich noch einen gehabt. Oh, ich kann seine Pets nicht töten. Ich bin der ärmste Mann der Welt. Ich habe keine Erbarmen. Ich mache alle tot, bevor sie... Also ich lasse alle abhauen jetzt hier zum Beispiel. Und die Gegner haben keine Chance, mich noch zu, ja, foppen mit einer Bogenschützin als Pet. Als Beschwörung. Oh, prima. Sind zwar nur Transformation, Mutation. Aber egal. Also der Ding ist relativ leichter jetzt als bei den ersten zwei Charakteren. Hä? Müssen wir halt einfach noch ein bisschen Geduld haben, bis wir oben sind. Ich werde aber so früh wie möglich auch den das Cruel Labyrinth machen, gell? Das ist wichtig. Aber jetzt werden wir auf jeden Fall schon mal den gehen. Dritte Schwierigkeitsgrad und dann werden wir nochmal machen, weil ich will es entspannt machen. Ich darf es einfach nicht zu hastig machen alles. Sonst habe ich wieder Konzentrationsschwierigkeiten. Und das ist nicht gut. So. Dieser runde Weg, der gefällt mir immer wieder. Diese runden Wege. Wieso bringen sie nicht mehr solche Runden ins Spiel? Immer alles ist eckig. Ich
Was würdet ihr mir eigentlich zutrauen, wenn ich dem Entwickler mal irgendwas Bescheid sage oder so, was ich denn alles besser machen soll? Was würdet ihr mir einfach mal so glauben, was ich machen könnte? Weil ich kann ja Spiele recht gut machen, weil ich ein sehr konzentrierter, ja nicht Erfinder, aber Verbesserer bin, oder? Und zum Beispiel Minecraft könnte ich extremst verbessern. Ob es bei Path of Exile auch so ist, naja, ich habe euch ja schon viel gesagt, dass es ein bisschen falsch ist, was ein bisschen besser machen soll und so. Der Schwierigkeitsgrad möchte ich gerne so lassen, aber die unfairen Sachen mal wegmachen. Man soll auch als Glasscannon durchkommen, wie ich jetzt immer mache. Ich weiß, ich spiele immer zu Glasscannon, aber wieso soll ich das in einem anderen Spiel denn auch so machen? Also wieso sollte ich, wenn ich schon überall Glasscannon machen, hier nicht machen dürfen? Eben, dann, ich will Glasscannon hier machen. Ich will es auch ein bisschen schwer haben. Aber nicht dann One-Hit immer wieder gekillt. Das ist böse. Tja, jetzt sind wir bald fertig und das in einem Part. Komm, ich schneide nicht. Ich mache einen längeren Part für euch, gell? Weil ich so ein Netter bin. Einfach durchrennen. Da ist ein Eingang? Nö. Ja, nur blaue Items trotz Tank. Ja. Nervt halt. Ich habe gestern im Livestream übrigens Basti getroffen, aber es war der falsche. Basti zockt, der ist ein Minecraft-Let's Player. Ich rede also über Minecraft in diesem Part, sollte ich eigentlich nicht. Aber eventuell wird das natürlich auch mir gut zu kommen, einem Path of Exile und euch natürlich zugute kommen. Aber es eben ist war eventuell der falsche. Keine Ahnung. Ich glaube kaum, dass er andere Let's Player Livestreamer schaut. Die haben nämlich so viel vor, die guten. Jo. Und Basti Plays schreibt man wahrscheinlich auseinander. Okay. Aber eben, wenn ich Supporter bekäme, würde ich es ja sicher annehmen. Und ich würde ihnen sogar ein bisschen helfen dann auch. Als Gegenseitigkeit. Aber eben, es ist einfach zu schwer, das einfach zu knacken. Dieses, boah, ich hatte so Angst. Ja, ich hab's geschafft. Ich habe leider keinen Trank trinken können. So, was nehmen wir? Das hier, das hier, das hier, das hier, das hier, das hier. Er ist zu schnell wieder weggegangen. Ich hätte ihn gerne gefragt, aber weil ich eben wahrscheinlich gefragt habe, hat es natürlich nicht getraut. So, good fire space. Nee. Ich brauche Physical Damage Gems für den Stab. Ja. Was soll ich mitnehmen? Spiraled Wand. Bone Armor, dann nehme ich noch die Lordly Blade mit. Und gehe jetzt raus hier. Also wir nehmen Gladiator wahrscheinlich. Ja, danke. Genau das, was ich nicht brauche. Ich muss mal einen... Genau, ich gehe nach Merciless und mache einen Normanran zuerst und mache dann alles. Aber das kann ich wahrscheinlich nur im Livestream machen, das geht so lange. Ah, ich kann noch mehr, gut. Noch einen? Nein.
Also, dann machen wir mal einfach mal die Sachen, die ich identifiziert habe. Zum Beispiel hier rein. So. Ein Trank. Oh, Knockback. Das ist gut. Und sonst? Nein. Ist nichts Gutes. Das brauche ich nicht. Ah ja, der Ding, genau. Ich wusste, dass ich noch etwas reinlegen soll. So, jetzt müssen wir wieder die Handschuhe verzaubern, hä? Aber zuerst mal... Ah, doch, das ist das Richtige. Ja, tut mir leid. Word of Blades. Ich glaube, das ist sogar gut für ihn. So, wir müssen hier rüber. Das ist Slayer. Das ist Champion. Okay. Wir müssen hier rüber, weil wir brauchen eine Blockchance, aber wir brauchen auch das hier oben und das ist wahrscheinlich wichtiger. Frenzy Charge! Ja, komm, wir machen Frenzy Charges und Endurance Charges. 10 mal Physical Damage at Frenzy Charges, ja, das ist zu wichtig. Wir machen das, das und das. Das da drüben, ich brauche ja kein Bluten. Ich habe ja gesagt, ich werde kein Bluten machen. Weil es zu schwach ist, man braucht besondere Ding. Wir brauchen besondere Äxte. Und die will ich nicht verwenden. Ich will ja Rapier benutzen. Also Degen. Ein Silver Key. Muss ich jetzt den nicht mehr benutzen, den Silver Key? Der wird rausgeflogen, der wird rausfliegen. Also ich bedanke mich sehr für diesen Part, dass ihr den zuschaut, der war richtig genial. Der nächste Part kommt sobald wie möglich, ich nehme ihn jetzt auch auf. Und, oh, dieses schöne Schwert. Ist das eine Transmog oder ist das ein so Schwert? Ja, egal. Aber bedanke ich mich sehr, gell? Tschüss!